Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Shelter. Wir sind leider nur noch zu fünf unterwegs. Ein kleines haben wir schon verloren in der letzten Episode und wir schreiten mal weiter durch die Nacht. Und ich hoffe, ich laufe nicht wieder im Kreis wie vorher. Ich merke mir jetzt einfach immer, in die Richtung zu gehen, aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht rosig aus in der Nacht. Weil jetzt laufen wir schon wieder im Kreis, jetzt laufen wir eigentlich den gleichen Weg. Ja, zurück, wie wir vorher gekommen sind. Spiel, wieso bist du jetzt gerade am Stehen bleiben? Nein! Ah, Spiel fortsetzen. So. Okay, es hat gerade. Ist gerade ein bisschen hängen geblieben, aber wir sind wieder unterwegs. Vielleicht können wir hier irgendwo links runter, denn ich will nicht wieder zurück. Ah, vielleicht sollte ich einfach dem Fluss folgen. Wir folgen dem Fluss. Nein, ich kann nicht dem Fluss flogen. Jetzt laufen wir drauf. Ich will doch hier drauf laufen. Von hier sind wir nämlich auch. Mann. Ah, warte, hier ist noch eine andere Abzweigung. Vielleicht können wir hier runter. Ich glaube, die Kleinen waren. Ah, können wir hier rein? Nein, wir können nicht hier rein. Hey, wir sind aber echt von da oben sind wir gekommen. Ich weiss noch, da habe ich den Frosch verfolgt. Ah, da ist ein umgekippter Baum. Okay, können wir vielleicht da zwischendurch? Auch nicht. Nein, wir können nicht durch. Oh Mann, ich will doch irgendwo ankommen. Nicht wie immer im Kreis laufen. Gut, da oben jetzt nochmal eine Abzweigung. Vielleicht können wir auf der anderen Seite runter. Ah, das sieht schon besser aus. Jawohl, ich glaube, da können wir raus. Jawohl, gut. Folgt mir, meine Kleinen, und nicht wieder abhauen. Nicht wie vorher. Ah. Also, ich muss sagen, ich muss vorher gerade überlegen. Oh. Nein, kommen wir zurück! Jetzt habe ich gerade selber ganz gut bekommen. Ja, ich muss sagen, die Erfahrung. Ah, warte, du hast, glaube ich, was zu essen. Ja, ja, ist zwar noch ein bisschen, aber nehmen es. Ah nein, da, schau. So, sorry, ich habe es zu dir weggenommen. Ja, was soll ich sagen? Genau, die Erfahrung ist eigentlich recht gut umgesetzt, so als DAX-Familie überhaupt. Oder, es bekommt jetzt eine neue Wendung. Nicht Familien überhaupt Vogel, sondern Familien überhaupt DAX. Falls irgendjemand weiss, was ich da anspiele, schreib es doch in den Comment. Anspiel, nicht Arsch. Schreib es doch in die Comments. Es gibt sicher auch ein paar Leute, die den Channel, den ich hier gerade erwähnt habe, mitverfolgen. So, aber wir laufen wieder. Ah, jetzt können wir auch hier wieder im Fluss runterlaufen, hoffentlich. Jawohl, jetzt. Ah, gut, gut. Wir sind auf dem richtigen Weg jetzt. Sehr gut. Kommt, meine Kleinen. Ich gönne mir jetzt noch mal einen Schluck Tee in dieser Nacht. Nicht, wenn ich am Tee trinken bin. Da los. Kommt zusammen. Alle. Genau, so jetzt wieder runter. Ja, jetzt kann ich einen Ruhe-Tee trinken, hoffentlich. So. Also. Wir folgen einfach weiter im Fluss. Du machst das richtig, du, wo du im Fluss hineinlaufst. Oder Bächle, eher gesagt. Ein Frosch. Nein, der hüpft weg. Wie Eis stirbt an Hunger. Ich weiss, wir haben jetzt nicht so viel zum Essen gehabt wie den Tag durch, aber ey, immerhin immer ein bisschen. Und der Himmel, ich frage mich, wie die auf die Idee gekommen sind, den Himmel so zu gestalten. Und ich hoffe, es lauert keine weitere Gefahr auf uns. Ein kleiner See, ein Teich. Ein Teich ist zwar nicht. Ein Tümpel. Was ist grösser, ein Teich oder ein Tümpel? Ich würde sagen, ein Tümpel ist grösser. Frosch. Nein. Okay, die Richtung können wir abhauen. Ah, da, schaut nochmal was zu essen. Eine Tomate. Ah nein, ein Rüebli. Eine Tomate wohnt. Nein. Tomate, die am Boden wächst, wie so rennst, es hat gar nicht knackst, ich habe nichts gehört.
Fuck, 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 fuck! Fuck! Nein! Nein, wir haben eins verloren! Nein! Ich habe nicht gehört. Nein! Ich habe nicht gesehen, was es ist. Hast du einen Frosch gesehen auf der Seite? Fuck! Fuck! Wir sind nur noch Scheiße. Hier nehmen wir noch was zu essen, bevor wir selber gegessen werden. Dann schmeckt er besser. Dann haben wir schon die Füllung. Oh nein, wir sind nur noch drei kleine. Ja, wir laufen mal hier durch. Aber das haben wir nicht können vermeiden. Nein, 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 nicht zurück, nicht zurück. Du hast die anderen gefressen worden, sind ja blöd. Kommen wir mit. Wir gehen jetzt so durch. Und wehe, einen kommen wir wieder abhanden. Irgendwann wird es wieder Tag werden, hoffentlich. Wenn wir unser Ziel erreicht haben. Auch wenn ich weiss, was das Ziel ist. Aber am Schluss wird die Dachsmutter sowieso allein sein. Die werden alle gefressen. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Unter meiner Aufsicht werden alle Kinder gefressen. No, no, no. Auch wenn ich sie will. Ah, warte, warte, warte. Hier haben wir noch ein Rüebli. So. Immerhin brauchen wir nicht mehr so viel zu fressen. Es sind wenige Kinder. Zwei haben wir schon verloren. Ah, der mit dem Streifen ist immer noch dabei. Ich hoffe, der überlebt jetzt bis zum Schluss. Das wäre cool. Ja, so, da vorne ist irgendein Abgrund. Oh, es wird Tag. Ja, wir haben genug lange überlebt, es wird Tag. Es regnet Blut. Und die Pforten öffneten sich und Blut ergoss sich über die ganze Welt. Und Jesus sprach. Ja. Zum Glück wohne ich allein. Da würde sich die Leute auch fragen wieder. Wenn ich plötzlich so Sachen rumschreie. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter in die Richtung. Vielleicht hier offen. Weil zurücklaufen möchte ich eigentlich nicht. Euch geht's gut, ihr habt neu gefressen. Ah, gut. Ah, wir kommen nicht hier offen. Shit. Okay, nein, da hinten wird es auch nicht weitergehen. Wir müssen irgendwie den Fluss überqueren. Das ist so meine Vermutung. Kommen wir denn irgendwo über den Fluss? Was? Kommen wir? Bleib nicht zurück. Ah, sorry, ja. Also, um was zu fressen. Was, wir müssen wirklich hier drüber? Ah. Aber am besten nicht, wenn die grosse Welle kommt, hä? Los, los, los! Ich hoffe, ihr rennt genauso schnell wie ich und werdet nicht weggeschwemmt. Los, schnell, 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 schnell! Nein, 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 nein! Wow! Oh, das war sehr knapp, Leute. Oh, zwei Füchse. Warte schnell, die. So, die habe ich verscheucht. Gut, wir gehen mal weiter in die Richtung, wo die Füchse gelaufen sind. Mit dem Fluss ist es mir ein bisschen zu gefährlich mit euch. Ich habe Angst, dass ihr noch weggespült werdet. Die Füchse sind ja zum Glück nicht so eine grosse Bedrohung, die haben wir locker wegscheuchen am Tag. In der Nacht. Sieht das anders aus. Ah, da hinten ist noch was zum Essen. Schnell, schnell, schnell. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel. Zwei Kartoffeln. Oh, die sind immer noch da vorne, die Füchse. Ah, der haut schon von der Leier. Das ist gut. Ich bell noch ein bisschen um, auch wenn sie uns schwer werden hören bei diesem Regen. Ich glaube, wir folgen denen einfach mal. Du hast, glaube ich, den Berg, wo ich ganz am Anfang an hochgehen wollte. Fressen die Rüebli. Nam, nam, nam.
Oh oh, habe ich jetzt einen Vogel gehört? Die Wolken sind genau über uns. Ja, ich glaube, wir folgen einfach mal den Füchsen. Ja, bleib bei mir. Hey Fuchs, komm weg. Was? 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 Okay, es sind noch drei. Gut, gut, gut. Schon Angst gehabt. Ah, wir können hier drüber laufen. Gut, die Füchse haben uns tatsächlich den Weg gewiesen. Auch wenn... Okay. Wir warten mal hier und beobachten das Wasser. Die Welle kommt. So, jetzt rennen wir einfach mal. Ich hoffe, sie rennen gleich schnell. Schneller, Leute! Schneller! Nein! Oh! Okay, Glück gehabt. Glück gehabt, es sind noch alle drei übrig. Aber ich höre immer so einen Vogel schreien. Und Sterne sind ja auch noch. Hm. Das ist nicht gut. Oh nein, jetzt sind wir hier nochmal drüber. Was? Nein, lauf doch nicht weg. Ah, jetzt ist noch ein Äpfel dran. Ah ja, ein Äpfel. Okay, jetzt müssen wir aber hier durch, Leute. Also, alle bereit machen. Und wenn ich sage, dann los. 3, 2, 1, los! Wow, ich bin ein bisschen zu früh gegangen. Aber das ist okay. Die Kleinen sind ja langsam. Ja, ich schaffe es. Geil, sehr geil. Hier drei sind meine Lieblingskinder. Oh, nein, wir müssen jetzt den Fluss drauf. Scheiße, Leute, wir müssen den Fluss drauf. Also, jetzt warten, bis die nächste Welle kommt. Und dann los. Los, los, los. Oh, falsche Taste drückt. Okay, jetzt warten wir mal hier. Bis die Welle vorbei ist. Und los. Los, los, los. Nein, 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 ich komme hier hin. Hier, hier, hier. Alle noch hier? Okay, gut, gut, weiter, 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 weiter. Ihr seid robuste Kinder. Ich mache da gut. Wir warten mal hier. Hier, 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 hier. Schnell, schnell, schnell. Alle noch hier. Weiter, 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 weiter. Und zwar hier warten. Kommt, ihr schafft das, ihr schafft das. Jawohl, macht das gut, ihr macht das gut. Jetzt bis zu diesem Felsen schaffen wir das. Das ist ein bisschen weiter, aber... Los, 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 los! Nein! 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 Eis ist weg! Nein! Nein! Zu grosses Risiko eingegangen. Wir haben nur noch zwei Kinder. Oh, Mann. Warte auf die nächste Welle. Da kommt keine Welle mehr. Wir haben wieder ein Kind verloren. Ich weiß nicht, ob wir das auch ohne hätte können schaffen oder ob das jetzt meine Schuld war. Ich habe das Gefühl, es ist meine Schuld, dass wir das Kind jetzt verloren haben. Es tut mir leid, aber warte, welches ist es gesehen? Vogelgezwitscher. Hey, der mit dem fetten Streifen ist noch dabei. Das ist immerhin gut. Aber schade. Das ist schade. Ich will nicht alle Kinder verlieren. Harte Natur. Ah, die Vögel machen mich wahnsinnig. So, schau, hier haben wir noch einen Herdöpfel. Fürs andere. Und wir gehen mal rauf. Mal in die Richtung. Und ja, schauen wir mal weiter, was da hinten noch so geht.
Bin ich mir nochmal durch den Fluss. Ah, sorry, Äpfelbaum nicht gesehen. Da, nehmen wir Äpfel. Ah. Minus ein Kind in dieser Folge. Es tut mir leid. Ich hoffe, in der nächsten Folge wird es besser. Das wäre es, haben wir bereits für dich gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.